Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, in der letzten Folge haben wir hier diese kleine Rohbenzinverarbeitung eingebaut, die sich darum kümmert, dass das Rohbenzin schön verarbeitet wird und uns dadurch ein bisschen Entspannung bringen kann. Jetzt wollen wir mal schauen, dass hier für die Fruchtbarkeit eine 100% Rate angesetzt wird mit dem Dünger, den wir aktuell produzieren. Immerhin ist es mittlerweile Dünger 2. Und ich hoffe, dass wir mit der erhöhten Düngerrate dann einen guten Fortschritt erzielen können. Und hier die Mine scheint gut zu sein. Die Sandmine scheint auch immer noch zu laufen und zu laufen. Und jetzt werden wir mal Stück für Stück hier weiter nach oben uns marschieren lassen, damit wir den Goldzahn noch erreichen. Ist ja auch ein Ziel, einen Goldzahn zu erreichen. Dann sollten sie jetzt nicht wieder Ziele haben. Ja, perfekt. Huh, wie fahrt denn ihr? Ah, ihr nutzt die Straße, okay. Ja, okay, nach vorne haben wir jetzt keine Abfahrt mehr, ne? Das stimmt auch wieder. Die baggern sich hier schön einen ab und die Kohle wird hier rausgefördert. Das ist super. Bedeutet, bald sollten wir unsere ganze Energieversorgung umsetzen können. Das wäre jetzt natürlich dann schon mal vorteilhaft, wenn das alles sich versetzen anfängt. Die Frage ist, auf welche Masse wollen wir das dann bauen? Ich würde nicht mal überlegen, ob wir 4 von den Dingern einfach hinbauen, einfach um zu zeigen, wie überlegen wir sind am Ende. Auf der anderen Seite ist das Ressourcenverschwendung as fuck. Ach, Stern. Er wird langsam voll. Bedeutet, unsere Art der Arbeit scheint zu funktionieren. Du machst nichts, weil du nichts kriegst. Weil die Öltanks komplett leer sind. Okay, jetzt haben wir ein ganz neues Problem. Haben kein Öl mehr. Bedeutet, wir müssen uns mal mit unseren Ölreserven auf dieser Welt konzentrieren. Wir haben dich im Einsatz. Du bist Stufe 4 und dein Vorkommen ist auch schon fast. Dich würde ich als erstes reparieren. Stufe 2, du bist auch eine Stufe 2, ne? Tun wir aber gleich beide danach reparieren. Aber ich glaube, es kann gut sein, dass man irgendwann. Also, das könnt ihr mal Row in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, ich habe diese Woche mehr Zeit wie die letzte Woche von der Arbeit. Aber muss man irgendwann auf nachhaltig sozusagen umsteigen? Oder sollte man bis dahin sozusagen mit dem Spiel durch sein? Weil wir sind ja relativ am Ende und wir haben erst eine Ölbohrinsel bis jetzt verwendet. Ich weiß nicht, wie viel das über meinen Stand aussagt. Aber wir sind ja auch an der Endphase, die am längsten dauert. Dauert das jetzt dann länger? So, wir werden den auf jeden Fall beladen des Schiffes, beladen des Schiffes. Ach, ich kann nur eins von beiden sagen. Okay, ist ja wurscht. Beides sollten wir, glaube ich, auf Lager haben aktuell. Yep. Aktuell schauen wir eh wieder sehr gut aus von allen Standpunkten aus. Das finde ich schön. Forschung, glaube ich, können wir aktuell gar nicht betreiben, ne? Ich glaube, da waren wir gerade am Stalemate Point. Was war da der Punkt, warum ich nicht weitergemacht habe? Irgendwas war hier. Hier muss ich die Mikrochip. Genau, hier muss ich die nächste Technologie erforschen. Beziehungsweise finden. Muss aber irgendwo Kunden der Weltkarte gefunden werden. Und dann gehen wir in die Endphase über. Bedeutet, jetzt heißt es erst erforschen und überleben. Gut. Was für Aufträge hat die Kupfermine noch? Aber ich finde es erstaunlich, wie wenig Kupfer wir gebraucht haben bis jetzt. Das ist für mich immer noch sehr, sehr erstaunlich. Wenn wir anschauen, wie viel Eisen wir durchgegraben haben, wie viel Kohle vor allem. Heidewitzka.
Wie schaut es da vorne eigentlich noch cooler noch aus? Oder? Da können die echt komplett aufhören aufzugraben. Das ist komplett wurscht jetzt. Wir haben uns aber durch die komplette Straße durchgegraben. Purer Wahnsinn. Wir müssen hier unten eigentlich unbedingt die Flächen freikriegen. Wenn wir die Flächen freikriegen, dann können wir hier endlich die neue Anlage hinsetzen. Ich glaube, das sollten wir als Prio sehen. Dann werde ich hier ein Leveling-Tool mal einsetzen. Und das alles ins Leveling packen. Also ich hätte es gern, dass wir wirklich bis hier vorne durchleveln. Quid pro quo sozusagen arbeiten. Wir tun die Aufgaben in der Kohlemine erstmal ausschalten. Gut. Rein theoretisch wäre jetzt sozusagen diese Kohlemine erschlossen. Bedeutet, notfalls können wir jederzeit die Bagger anfeuern. Aber wir haben hier oben noch zwei volle Tanks in dem Fall stehen, die sie jederzeit befüllen können. Aber ich hätte gerne erstmal, wo ihr das vorgeschlagen habt, ja hier unten die Anlage hinzusetzen, weil das wird unsere Kohlemine, denke ich mal, fürs Rest, fast restliche Game werden. Und da sollte die Fahrzeit natürlich reduziert werden. Das ist schon richtig. Gut. Öl ist schon wieder leer. Das ist abnormal. Aber wir brauchen jetzt auch... Das sind 880. Bis der losfährt. Und wir haben nur einen Bohrturm aktuell zur Verfügung stehen. Bedeutet, wir sollten jetzt den hier Fracht ausliefern können. Wir müssen eh mehr erforschen. Ich bin viel zu langsam beim Erforschen teilweise, sagt er noch. Gut. Und wir müssen effizientere Prozesse gleich teilweise einführen. Die Farm müsste ich umsetzen. Also das Problem ist, die Farm sollte immer in der Nähe von der Stadt sein. Einfach damit du wahrscheinlich den Prozess besser automatisieren kannst. Jetzt habe ich natürlich alles gesetzt. Außer ich fange an, die ganze Stadt zu versetzen. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit, die woanders hinzusetzen, damit wir da komplett unsere Produktion hinsetzen. Oh, ich weiß es doch nicht. Das ist wieder so eine... Schiff zu... Das ging schnell. Das ging flott, du. Ich könnte dich natürlich... Du arbeitest schon. Wir brauchen das Öl. Du kommst bitte... Oder kann ich dich... erkunden noch schnell hier. Warum fährst du denn da drüber? Weichst du aus oder... Why? Okay, wir setzen hier noch einen Stadtteil hin, weil das brauchen wir, wie es ausschaut. Unterkünfte. Ja, es war so klar, dass wir in den Kampf kommen. Schaffen wir das? Oh, das erste Schiff war aber relativ schnell ausgeschaltet. Holy shit. Okay, okay, okay. Nicht mal Schaden genommen. Wir haben Mikrochip-Technik. Bitte, die Schatztruhen sind interessant für uns. Okay. Was ist das jetzt? Hat Grundwasser. Wait, ich kann Wasser importieren? Hä? Ich importiere Wasser? So bedeutet aber auch, wir sollten jetzt forschen können, oder? Bitte. Oh Gott, das wenn. Was ist das für ein Chef? Bitte. Oh, ich habe das große ausgeschaltet. Oh ja. Eine Grundwasser. Ernsthaft? Da ist noch ein Ort, das ist natürlich gut. Aber im Ernst? Ich kann jetzt dich erforschen.
Und danach dich. Warum darf ich dich nicht erforschen? Weil dafür muss ich erst 20 von den Roten produzieren. Und dann sind wir echt im Ende. Oh, wir sind in der letzten Forschungsstufe dann. Was braucht denn die Forschung? Die braucht denn die Forschung 3. Bedeutet, wir müssen hier diese Chips dann bauen. Die Roten, die brauchen Mikrochips. Und Mikrochips brauchen... Oh. Was für ein Bauschritt ist denn das? Lecker mio. Also ich mache aus Mikrochip... Willst du mir sagen, ich muss all das da jetzt dann durchziehen? Wo fange ich denn überhaupt an? Ich fange mit Polysilizium an, mit Wasser. Da mache ich ein Siliziumwafer draus. Aus Siliziumwafer mache ich mit Säure und Wasser Mikrochip Stufe 1a draus. Aus Mikrochip... Dafür brauche ich jetzt Gold. Okay, natürlich, klar. Aber ich würde... Dann brauche ich wieder Kupfer und Platz. Also ich brauche wieder Kupfer und viel Kunststoff. Okay. Dann will ich... Es ist derselbe Scheißprozess 10-mal hintereinander. Warum? Ach, come on. Das ist doch nicht lustig. Mikrochip-Maschinen. Oh Gott. Oh Gott. Ich... Nee. Und das Ganze... Dass ich am Ende mit der 4B und ein bisschen Gold Mikrochips rauskriege, die ich dann verarbeiten kann. Alter. Oh Gott. Wird das so schlimm überall jetzt? Ja, dass nicht alle Bäume geerntet wurden, ist mir so Latte. Er scheint aber schon schneller zu fahren, habe ich das Gefühl. Ich glaube aber, dass ich dich reparieren muss, ja. Ich würde dann trotzdem gerne das Beladen des Schiffes für die nächste Ölbohrinsel noch aktivieren. Was ist denn jetzt los? Oh oh. Leute, ihr könnt doch nicht unsere Energieproduktion stehen lassen. Habt ihr ein Volldecken? Also... dich komplett lernen. Holt euch Wasser, fahrt es nach hinten, mir egal wie. Nutzt alle, aber ihr habt gerade die komplette Stromproduktion ausgeschaltet. Vielleicht wird es ein interessanter Prozess, doch Wasser anzuschaffen mit einer Pumpe. Vielleicht müssen wir uns auch mal eine Wasserproduktion nochmal überlegen, wie wir die auf Vordermann bringen können, komplett. Ja, natürlich habe ich nicht genug Wartung, wenn alles stillsteht. Leute, Wasser. Viel, viel Wasser. Jetzt. Ich überlege mir beim nächsten Mal, wie wir das mit Wasser lösen, aber wir brauchen mehr Wasser. Das wird nie und nimmer ausreichen, auch wenn wir hier ein Recycling-System drin haben. Da, jetzt bringen sie wieder schön Wasser. Holy shit, Balls. Hier geht auch das Wasser so schnell aus. Das ist ungut. Dass das Wasser auch hier jetzt so schnell ausgeht, ist halt echt nicht normal. Brauche ich so viel Wasser mittlerweile? Vom der Teil braucht ja aktuell nicht mal was. Echt, wir haben normal keine Kartoffeln drin und das ist. What? Die Dinger sind voll, bedeutet, ich kann rein theoretisch dich wahrscheinlich einfach auch bis zum 140er Limit hochknallen, oder? Was hat ja jetzt mit Düngemittel zu tun, mit nichts anderem. Und wenn ich Dünger einsetze, kann ich doch rein theoretisch auch einfach alles auf eine Frucht setzen, oder? Bodengleichgewicht. Warum kriegen die keinen Dünger rein? Ah, warte mal. Richtung ändern.
Da könnte eventuell so ein kleines Problem gewesen sein. Bedeutet, jetzt sollten sie mit dem Dünger anfangen. Und dann sollte unser Düngerverbrauch auch hochgehen, oder? Hoffen wir es mal. Ja, schau mal wieder. Jetzt geht der Dünger weg. Jetzt haut er ab, der Dünger. Holy shit. Aber das sollte jetzt auch heißen, wir müssten so viel mehr produzieren am Anfang. Ein Dünger macht 2%. Bedeutet, auf das Ziel zu kommen, was ich gerade maximal Dünger 140%. Ich suchte also gerade die Prozente durch, während ich mehr Wasserprobleme habe wie irgendwas anderes. Geschätzt 102. Also ich hoffe mal, dass wir damit jetzt so einen Output erzeugen. Wenn ich mir das jetzt gerade anschaue, schaut es ganz gut aus. Da kommen auf jeden Fall Massen raus. Ich sag's so. Da oben kommen jetzt Kartoffeln. Da kommen auch Kartoffeln. Da kommen auch Kartoffeln. Ja, das wird doch jetzt. Da kommt schon die nächste Reihe. Oh, ich liebe Dünger. Ich hätte früher Dünger einsetzen müssen. Ich muss eine dezidierte Düngeranlage eigentlich bauen. Eine wirkliche Düngereinheit mal. Die jede Menge fressen kann. Und dann müssen wir schauen, dass wir so viel von dem Abwasserzeug machen, damit wir das einfach nutzen können. Also schauen wir, wie viel hier ankommt. Das ist doch nicht normal. Hat irgendjemand noch was zu sagen? Ich glaube aktuell nicht, aber das ist gleich auch gerade ganz. Nee, da. Da ist immer noch so ein bisschen was unterwegs. Ich weiß nicht, woher. Ah, es waren noch Reste. Wahnsinn! Das wird das erste Mal sein, dass sich das auffüllt. Ich glaube, ich spinne. Das wird aber heißen, dass der Rest eigentlich uns gut gehen sollte, dann irgendwann am Ende. Schau mal. Ich sehe Kartoffeln. Ich glaube, es hackt. Und ich sehe auch Gemüse hier seitlich mal wieder stapeln. Das ist ein ganz seltener Anblick. Auch wenn ich nicht so viele Kartoffeln habe, wie ich gerne hätte. Das bedeutet, rein theoretisch könnte ich jetzt hier sagen, ich mache hier Gemüse hin und Kartoffeln. Ne? Gemüse, Kartoffel, Gemüse, Kartoffel. Und dich Kartoffel, Gemüse. Kartoffel, Gemüse. Weil jetzt tun wir ja mit Dünger nacharbeiten helfen. Also jetzt sollte langsam mal das Gemüse reichen. Die Tanks werden voll, ich sag's euch. Jetzt lustigerweise kriegen wir gerade keine Kartoffeln nach. Spannend. Ah, da oben kommen wieder Kartoffeln. Und da kommt auch wieder Weizen. Aber der Weizen ist sowieso absolut das kleinste Problem von meiner Seite aus. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.